Mahlzeit miteinander. Ich war heute mal wieder im Supermarkt meines Vertrauens, beim Norma, fast wie immer. Ist halt einfach ein guter Lohn. Und ich habe was gefunden, und zwar ein kroatisches Bier. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ožujsko Pivo. Geht ein Gruß raus an meine kroatischen Freunde. Denke mal, ihr kennt das alle. Ich habe es vorher noch nie probiert. Ist ein Bier mit 5,0% Alkohol. Brauerei ist auch ziemlich jung für ein Bier. Also ich meine, da gibt es bayerische Brauereien, die bei weitem älter sind. Diese Brauerei ist von 1892. Das Bier kommt aus Zagreb. Und was mich besonders an diesem Bier wundert, ist, wie ich die Zutatenliste gesehen habe. Nämlich handelt es sich hier bei einem Bier aus Wasser, Gerstenmalz, Mais und Hopfen. Also ein Maisbier habe ich noch nie getrunken. Also bin einmal gespannt, wie es schmeckt. Jetzt zeige ich mal die Dosen her. So schaut das Ganze aus. So. Seit langem einmal wieder ein Dosenbier. Dazu gehen wir dann rein. Ist wie immer gut gekühlt. Den ersten Schluck aus der Dose. Riecht. Ja, riecht eigentlich ganz gut. Okay. Also von der Farbe her erinnert mich das ein bisschen an den Märzen vom Geschmack an. Schaumentwicklung haben wir sehr gute Schaumentwicklung. Ja. Geht in die Bronzefarbe. Klar. Eher geringerer Kohlensäureanteil, ist aber in Ordnung. Der Schaum ist sehr fest. Vom Gefühl her entwickelt sich der Schaum ja ziemlich schnell wieder zurück. Sehr große Blasen. So, ich probiere jetzt einmal einen Schluck aus dem Willi-Becher. Kann ich mehr dazu sagen? Also ich kann sagen, sehr bitter, aber gut. Gekühlt ist es was richtig, richtig Gutes. Also ich habe das jetzt runtergekühlt auf ungefähr 4 Grad. Boah. Also geschmacklich, also ich bin ja schon auch ein Fan von etwas bitteren Bieren, trinke auch gerne mal ein Pils. Das ist was, das überrascht mich jetzt wirklich sehr. Habe ich nicht gedacht, dass man aus Mais sowas kurz an Bier herstellen kann. Wenn man das liest, ist mir erstmal irritiert. Ich finde einen Unterschied zum Pils gar nicht, also wirklich gar keinen Unterschied zum Pils. Ich finde den Mais, den schmeckt man auch nicht raus, wenn man es nicht weiß. Wie gesagt, sehr bitter, aber diese Hopfnote kommt dann hinterher noch. Also das ist was, das werde ich mir mit Sicherheit nur das ein oder andere Mal kaufen, wenn ich es im Laden sehe. Genau, mir bleibt jetzt eigentlich nicht viel zum Song. Man sieht es vielleicht da ganz gut, Schaum fällt relativ schnell zusammen. Also eine kleine Krone bleibt noch übrig. Genau, ich werde mir jetzt auf jeden Fall die restliche halbe schmecken lassen. Prost und bis zum nächsten Mal.